Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und begrüße Sie herzlich zu Teil 4 unserer Serie zum Thema energetische Modernisierung. Wir erinnern uns, der Gesetzgeber wollte energetische Modernisierungen erleichtern für die Vermieter, um es auch zu befördern, mit dem Ziel eben Wohnraum zu modernisieren und dabei Energie einzusparen. Da hatten wir uns in den ersten Teilen beschäftigt, einmal damit in Teil 1, was eigentlich unter energetischer Modernisierung zu verstehen ist, dann in Teil 2 mit der Mietminderungsmöglichkeit des Mieters bei entsprechender Modernisierung und in Teil 3 mit den Mieterhöhungsmöglichkeiten. Das war alles so ein bisschen aus der objektiven Perspektive. In Teil 4 möchte ich mal diese Perspektive etwas verlassen und mal in die Perspektive des Mieters reingehen und Ihnen konkret, also Ihnen, den Mietern, konkrete Tipps geben, wie Sie in so einem Falle sich geschickt verhalten. Im nächsten Teil 5 dann der Gerechtigkeitshalber dann entsprechende Tipps für Vermieter. Ja, als Mieter erfahre ich ja in der Regel von einer energetischen Modernisierung dadurch, dass der Vermieter mir eine Modernisierungsankündigung schickt, wo er mir dann eben sagt, welche Maßnahmen er in welchem Zeitraum machen und durchführen will. Das ist auch ganz wichtig, dass der Vermieter das macht, denn anders kommt er nicht in die Wohnung rein. Ich habe ja ein Grundrecht an der Wohnung und an der Unverletzlichkeit auch der Wohnung und das kann der Vermieter quasi nur kippen und da Arbeiten drin durchführen, indem er eben diese gesetzlichen Möglichkeiten nutzt und die sehen eben für die Begründung des Duldungsanspruchs vor, dass dem Mieter zunächst einmal eine Modernisierungsankündigung zugeht, in welcher der Vermieter zum einen die Art der Maßnahme, also was will er tun, das muss beschrieben werden, sehr genau beschrieben werden, dann die voraussichtliche Dauer der Maßnahme, also wann fängt es an, wann hört es voraussichtlich auf und die zu erwartende Mieterhöhung beschreibt. Nur wenn er das ordnungsgemäß macht, hat er überhaupt einen Anspruch, in die Wohnung zu kommen. Und hier setzt mein erster Rat an Mieter an, passen Sie bereits hier auf. Denn eins ist doch klar, wenn der Vermieter nicht in Ihre Wohnung kann, kann er auch keine Maßnahmen dort durchführen lassen. Und wenn er keine Maßnahmen durchführen lassen kann, dann kann er auch keine Miete erhöhen. Sprich, wer sich hier schon wehrt, zum Beispiel weil er einen Rechtsschutz hat und die Kosten ihm ohnehin egal sind oder weil eben tatsächlich die Mieterhöhungserklärung gar nicht ordnungsgemäß ist, gewinnt zumindest erstmal sehr viel Zeit. Er gewinnt außerdem die Möglichkeit, mit dem Vermieter eine Modernisierungsvereinbarung zu schließen, denn der Vermieter will ja seine Arbeit möglichst pünktlich und in Ruhe durchführen. Das ist eben ein guter Ansatz für so eine Modernisierungsvereinbarung, die empfehle ich auch den Vermietern, werden Sie im nächsten Video dann hören, weil das für beide Seiten Streit und damit Kosten vermeidet. Wenn man sich vorher einigt, wie werden Maßnahmen durchgeführt, wie wird die Miete gemindert, wie wird die Miete später nach Durchführung der Maßnahmen erhöht, welche Schadensersatzforderungen kann der Mieter mindestens geltend machen, welchen Aufwendungsersatz, weil so eine Modernisierung ja auch immer viel Staub, Dreck und damit Belastung des Mieters mit sich bringt. Das kann man da also regeln. Wenn das nicht geregelt wird dann, und man die Duldung der Maßnahmen verweigert, dann muss der Vermieter zunächst auf Duldung klagen, also beim Amtsgericht Klage einreichen. Man sollte bitte so eine Verweigerung der Duldung nicht sofort mitteilen aus strategischen Gründen, aber auch nicht zu spät. Denn ich kann nicht einen Tag, bevor die Maßnahmen losgehen sollen, sagen, hier passiert nichts, wenn ich zumindest dann nicht, wenn ich vorher den Anschein erweckt habe, dass ich die Maßnahmen dulde, denn dann füge ich unter Umständen dem Vermieter, der da schon die Firma bestellt hat, einen Schaden zu und den muss ich dann ersetzen. Sprich, nicht erst im letzten Moment, wenn der Vermieter eine Frist gesetzt hat, dann sollte man zum Ablauf dieser Frist entsprechende Erklärungen frühestens oder, naja, je nachdem dann auch vielleicht spätestens abgeben und eben zum Beispiel dem Vermieter erklären, dass man die Maßnahme nicht duldet oder was man an seinem Mieterhöhungsverlangen, an seiner Modernisierungsankündigung fachlich auszusetzen hat. Wenn der Vermieter dann eben in die Wohnung will, muss er klagen und man hat dann nochmal in diesem Klageverfahren wunderbare Gelegenheit, sich mit dem Vermieter auf so eine Modernisierungsvereinbarung, die dann vor Gericht im Wege eines Vergleichs geschlossen wird, zu einigen.
Deswegen ist das aus meiner Sicht immer der erste Tipp an die Mieter, möglichst hier anzusetzen und hier schon eine Klärung herbeizuführen. Ist das nicht gelungen, hat der Vermieter zum Beispiel die Modernisierung bereits durchgeführt, weil man sich vorher nicht hat beraten lassen und man bekommt nun direkt die Mieterhöhung, dann muss eben geprüft werden, ob die Mieterhöhung wirksam ist. Der Vermieter kann 11% der jährlich der Kosten auf die, der Gesamtkosten auf die jährliche Miete umlegen und da muss man eben aber gucken, welche Kosten sind das. Und das sind zum einen nur die Modernisierungskosten. Wenn also parallele Instandsetzung gemacht hat, muss das ausgerechnet werden. Und selten sind Maßnahmen reine Modernisierungsmaßnahmen. Ja. Dann kann er wiederum muss er sich alles, was er an Förderung bekommen hat, an Fördergeldern anrechnen lassen. Das muss also von den Kosten abgezogen werden. Da muss er auch Auskunft zu erteilen. Und dann kommt man irgendwann zum Erhöhungsbetrag. Der ist nicht begrenzt durch die ortsübliche Vergleichsmiete. Das ist ein häufiger Irrtum. Aber wenn der Mieter, wenn diese Mieterhöhung eben für den Mieter eine besondere Härte bedeuten würde, kann es sein, dass er davon verschont bleibt. Allerdings wird sich gerade bei energetischen Modernisierungen der Vermieter häufig darauf berufen können, dass die Mietsache erst in einen anerkannt ortsüblichen Zustand versetzt wird, beziehungsweise das besondere öffentliche Interesse an der Durchführung der Maßnahmen bestehen. Und dann hat der Mieter auch wieder Pech gehabt. Deswegen, wie gesagt, frühes Ansetzen. Interessant noch für Mieter, was ist eigentlich während der Durchführung der Arbeiten, wenn der Vermieter dabei Schäden verursacht, muss er die natürlich beseitigen und soweit die Gebrauchsbeeinträchtigung der Wohnung durch die Baumaßnahmen gegeben ist, ist auch die Miete gemindert. Hier haben wir jetzt aber bei energetischer Modernisierung eine wichtige Besonderheit. Da sagt der Gesetzgeber, 3 Monate lang von Anfang der Modernisierung an darf die Miete wegen der energetischen Modernisierung nicht gemindert werden. Ich hatte dazu in dem vorangegangenen Video zur Mietbinderung umfassend Stellung genommen, was davon zu halten ist. Wenn Sie das interessiert, bitte dieses Video angucken. In jedem Fall haben Mieter da aus meiner Sicht gute Karten, dass jedenfalls nicht komplette Mietbinderung ausgeschlossen ist. Dann entsteht häufig eine Frage, was mit Aufwendungsersatz ist, wenn der Mieter bei der Modernisierung eben mithelfen muss, weil er Sachen verdreckt werden oder er muss Möbel abbauen. Den kann er grundsätzlich verlangen. Über die Höhe, da habe ich auch ein extra Video gemacht, da müssen Sie sich das auch nochmal im Zweifel angucken. Da ist die Rechtsprechung teilweise sehr uneinig. Ich kann allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rechtsanwalt einen hohen Stundensatz bin, kann ich nicht den Stundensatz von meinem Mieter, von meinem Vermieter verlangen als Mieter, ja, zum Beispiel. Sondern da geht man immer von so Beträgen von 10 Euro die Stunde etwa aus. Ja, soweit. Ich hoffe, ich habe Ihnen da ein paar Tipps gegeben. Lassen sich in jedem Fall nicht alles als energetische Modernisierung verkaufen. Energetische Modernisierung ist dann immer nur der Teil, der direkt zu der Einsparung von Energie führt und der andere Teil ist möglicherweise normale Modernisierung oder aber sogar Instandsetzung. Dankeschön.